Guten Morgen, Deutschland. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Das, liebe Leute, ist der Artikel 18 des Grundgesetzes. Und das versucht gerade das linke Netzwerk Kampakt. Und alle Mitstreiter dieser Netzwerke versuchen gerade, das mit einer Petition auf den Weg zu bringen, beziehungsweise sie haben es geschafft, denn es braucht nur 50.000 Unterzeichner und sie haben weit über 800.000 zusammenbekommen, damit sich der Bundestag damit befasst. Dieses linke Netzwerk möchte Björn Höcke die Grundrechte entziehen, die persönlichen Grundrechte aufgrund dieser Begründung. Nun, da bin ich aber froh, dass Björn Höcke bis jetzt gegen keines dieser Dinge verstoßen hat, nicht wahr? Das ist schon mal nicht schlecht. Der Witz ist, dass dieses linke Netzwerk sogar eine zweite Petition auf den Weg gebracht hat. Die ist mir gestern zugespielt worden, nämlich ein Verbot für die Landesverbände der AfD. Nun, was die Bundesbürger da draußen nicht wissen und was viele von uns wissen, die sich damit beschäftigen, Kampakt wurde gegründet als gemeinnütziger Verein, entschuldigt bitte, denen wurde übrigens die Gemeinnützigkeit schon lange entzogen. Und unter anderem hat der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, anfangs das Ganze mitfinanziert. Jetzt finanzieren sie sich nur noch über Spenden. Die Gemeinnützigkeit ist allerdings weg. Und wer unterstützt denn oder wer unterschreibt denn bei Kampakt solche Petitionen? Nun, das kann ich euch sagen. Linksextreme, Linksradikale, Linke, dann sind wir noch nicht fertig. Dann kommen die Sozialisten, die Marxisten, die Leninisten und die Kommunisten. Und, liebe Leute, sie sind Unterstützer auf jeder Protestdemo da draußen, die ihr momentan seht, die wiederum unterstützt wird von wem? Ach stimmt, da war der Olaf, ne? Genau, in Potsdam. Und die Annalena, ne? Genau, also von SPD, Grüne und Linke. Das sind also dieselben Unterstützer, die unterstützen, dass 21 Polizisten in Berlin verletzt wurden. Also das sind die Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und auf Demonstrationen regelmäßig in bestimmten Fällen gewalttätig werden gegenüber Personen, gegenüber Sachen und gegenüber der Polizei. Und das ist ein riesengroßes Netzwerk, womit wir es hier zu tun haben. Und dieses Netzwerk mobilisiert momentan alles, um zu zeigen, hey, wir sind die Anständigen. Das ist der Aufstand, der Anständigen. Und deswegen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der politische Gegner aus dem Spiel genommen wird. Und die Begründung dafür ist eine Recherche von Korrektiv. Wir wissen, wer die bezahlt. Die Bundesregierung unter anderem finanziert Korrektiv und mehrere andere Stiftungen, wie die Mercator-Stiftung und die Open Society-Stiftung vom Herrn Soros. Es ist ja keinesfalls ein richtiges Medienhaus, sondern es ist ein linkes Recherchenetzwerk. Und aufgrund haltloser Anschuldigungen, denn es gibt kein einziges Gesprächsprotokoll bis zum heutigen Tag. Aufgrund dessen machen sie das. Nein, sie machen das, weil die SPD so tief runtergesunken ist mit ihren Stimmen, dass sie womöglich dieses Jahr in den Landtagen, in den drei Landtagen, wo gewählt wird, möglicherweise sogar unter die 5%-Hürde fallen könnten. Sie sind deshalb so aufgebracht, und machen das hier gerade und veranstalten die ganze Nummer in dieser besten Demokratie aller Zeiten, weil auch die Grünen momentan im freien Fall sind, weil diese ganze Regierung momentan im freien Fall ist, weil in Deutschland eine große Mehrheit diese Ideologie, diesen Irrsinn, den die da veranstalten, nicht mehr möchte. Und jetzt versucht man,
ganz demokratisch in dieser wunderbaren Demokratieveranstaltung einen politischen Gegner kaltzustellen. Und sie nehmen dazu jedes Mittel. Ihnen ist jedes Mittel recht. Das Problem ist, dass wir das wissen, dass ihr da draußen, die Kanäle, die alternativen Medien schauen, das auch zum Teil wissen, weil ihr euch einfach mal mit der Sache, mit der Thematik beschäftigt, wer denn so hinter diesen Strukturen, hinter diesen Netzwerken steckt. Das Problem ist aber, dass ARD, ZDF und die allermeisten Leitmedien da draußen das den Bürgern nicht sagen. Und das ist das Problem. Die glauben zu einem großen Teil, dass das die gesellschaftliche Mitte ist. Die gesellschaftliche Mitte, die sich auf Demonstrationen trifft, mit Molotow-Cocktails schmeißt, mit Steinen schmeißt und Polizisten verletzt. Ganz genau. Das ist die Problematik, die wir hier gerade haben. Und Kampakt geht jetzt gerade her und versucht im Grunde genommen ganz antidemokratisch die Demokratie in den Arsch zu treten. Und die bezeichnen sich als Demokraten. Ich finde die Show super. Ich finde das toll. Ich finde das absolut klasse. Das ist ungefähr so gut wie Özdemirs Bauernsoli. Ja? Also wer glaubt, dass die Idee von Özdemir stammt? Nie. Nein, liebe Leute, denn der Klimabürgerrat, ne, ihr erinnert euch, es gibt ja jetzt einen Bürgerrat, ja, für die Esskultur. Ja. Was war das nochmal? Ach stimmt, ein Zusammenschluss von 160 Menschen, die man sich ausgesucht hat und die man, wie wir ja auch schon seit einigen Wochen wissen, von politischer Seite sogar steuert. Und dieser Bürgerrat hat mehrere Punkte auf den Weg gebracht, die bitte im Bundestag von den Abgeordneten besprochen werden sollen. Und da ist unter anderem der Bauernsoli bei. Und die verkaufen das Ganze jetzt, als wäre es Özdemirs Idee gewesen. Nein, nein, Özdemir hat die Idee von dem Bürgerrat. Da sind wir schon wieder bei den Klimasekten, die übrigens natürlich auch mit dem Netzwerk Kampakt zusammenarbeiten. Also wir reden hier von Fridays for Future, wir reden hier von Extinction Rebellion, wir reden hier von der letzten Generation. Die hängen alle unter einer Decke, mitsamt der linksextremen Antifa, der interventionistischen Linken, alles was dazugehört. SPD, Grüne, Linke, das ganze Teil. Es ist ein riesiges Netzwerk, liebe Leute. Und, ja, das ist momentan das, was hier passiert. In diesem Wahlkampfjahr 2024. Sie versuchen jetzt mit den antidemokratischsten, undemokratischsten Mitteln in ihrer Demokratie ihre Funktionen zu sichern, liebe Leute. Ich kann mich nur wiederholen. Diese ganzen Vereine, Netzwerke und NGOs, die zu einem großen Teil mit ausländischen Geldern finanziert werden, um hier politische Einflussnahme auf die Politiker der Altparteien auszuüben und die wissbegierigen Erfüllungsgehilfen dieser NGOs sind, mit einem schönen Gruß aus Davos, die wollen jetzt Deutschland endgültig kapern, indem man die letzte verbliebene Opposition ausschaltet, weil die es momentan ist, innerparlamentarisch, die ihnen ihre Funktionen streitig machen könnte. Und wenn sie ihre Funktionen, wenn sie ihre Funktionsträger innerparlamentarisch verlieren, dann können sie all ihre kruden Sektenziele nicht mehr durchführen. Und davor haben sie Angst. Und deswegen gehen diese Netzwerke jetzt jeden Schritt. Unterstützt von den Altparteien der SPD, der Grünen. Ob die FDP mit drin hängt, kann ich euch nicht sagen. Aber Fakt ist, was ihr jetzt gerade draußen seht, AfD-Verbot, Höcke Grundrechte entziehen, Landesverbände ausschließen, das passiert gerade hier, in der besten Demokratie, auf dem besten freiheitlichen Boden des deutschen Grundgesetzes. NGOs, Vereine, Netzwerke, die Deutschland kapern. In dem Sinne, viel Spaß bei der Aufklärung.